Hallo, hallo, hallo. Und guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Märchenonkels, Kasims Märchenstunde mit meiner Wenigkeit, Magnus Archer and the one and only Kasim, the Dream Vollmaschine in der Bali. Let's go, was geht ab? Grüß Gott. Grüß Gott und wir? Fein, oder? Geht, läuft, oder? Hey. Ja, was geht ab bei dir? Super, hey, bevor es losgeht, ganz kurz, Shoutout an unsere Jenny Bax, hat heute Geburtstag. Happy, happy Birthday. Ich hoffe, du hattest einen geilen Tag. Falls du es dir anguckst, big Shoutout. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut doch mal bei ihr auf der Page, Instagram-Page vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Genau, ich weiß, die wird sich freuen auf jeden Fall. Aber ja. Ich hab den Link von der Märchenstunde heute in den Gruppenchat gepackt. Das heißt, mal gucken, vielleicht kommt noch jemand vorbei. Ja, mal gucken. So, jetzt genug gequatscht von mir. Kasim, it's your stage. Was geht ab? Ey, ihr wisst Bescheid, es ist Märchenstunde. Es ist die entspannte Stunde der Woche. Beste Stunde der Woche. Lass mal. Du brauchst nicht bescheiden sein. Was meinst du? Ich sag beste Stunde der Woche. Ey, witzigste Stunde der Woche. Lass so sagen. Es gibt wieder viele Sachen. Ganz viele Leute haben uns angeschrieben. Ein paar coole Themen gesagt, über die wir reden können. Aber wir fangen ja immer ganz entspannt an. Ganz entspannt. Das Intro, ne, für morgen, muss ich ganz kurz mal sagen. Das Intro. Ich habe drei Wochen habe ich das Intro geplant, 5 Tage gedreht. Und ich freue mich. Ich habe mich noch nie so gefreut, für die Zuschauer etwas zu sehen. Also die, ganz ehrlich, Leute, die Teaser, die ich gesehen habe, die er mir geschickt hat, der hält mich immer so ein bisschen am Laufenden, immer updated. Alter, das Ding wird so Zucker. Es wird brutal. Es wird auf jeden Fall das beste Intro bis jetzt, meiner Meinung nach. Was denkst du? Also vom Aufwand her auf jeden Fall. Also natürlich, ja. Es gibt das Full House Intro ist immer in meinem Herzen, aber so, es wird nice. Es wird sehr nice. Ja, ich freue mich. Also ich habe Bits and Pieces, ich habe hier und da mal einen Clip gesehen. Ich habe so ein bisschen seine Idee dahinter natürlich gehört, so ein bisschen das Skript und alles, aber das komplette Ding, ich freue mich richtig, das morgen zu sehen und ich schwöre es euch, ihr wollt es auch nicht verpassen, also auf jeden Fall morgen einschalten für das Ding. Es hat alles, was ein Trailer braucht. Weißt du, so, es gibt ja so ein paar Punkte, da weißt du ganz genau, dass Kasim einen guten Trailer gemacht hat. Nummer eins, da sind bestimmt 20.000 Copyright-Dinger drin, weißt du, Musik von YouTube, Szenen von YouTube, einfach genommen. Nummer zwei, die ganze Bromance-Crew ist drin. Ja. Mehr kann ich gar nicht verraten. Ich freue mich. Ganz kurz, alles cool mit technischen Problemen? Du hörst mich gut, ne? Du könntest ein bisschen lauter sein. Soll ich ein bisschen mehr ins Mic reinsprechen? Ja, sprich ein bisschen rein. Sag, guck mal! Hey, ja, ganz geiles Statement hier. Jason Garrett, mein ehemaliger Headcoach hier von den Cowboys, wurde heute bei den New York Giants gefeuert. Ba, ba, ba! Echt? Get that motherfucker out of there. Tschüss, auf 2 Wochen im Fernsehen, er sagt schlechte Wörter und so. Was ist los bei dir? Das piept mir später raus. Aber okay. Das war echt, ich meine, ich war nie ein Fan von ihm, aber so. Ich fühle mich nicht schlecht für ihn. Warum? Hey, warum? Weil du weißt, he says Karma is a bitch. Dann würde ich mal gleich so fragen, so wenn du an deine Coaches, wenn du an deine Coaches in der NFL denkst, was macht einen guten Coach und einen schlechten Coach? Soll ich dir mal sagen, für mich ist Persönlichkeit wichtig, authentisch zu sein. Und Jason Garrett ist ein prime example, also das perfekte Beispiel, nicht authentisch zu sein. Der ist, ganz ehrlich, es ist so krass und dass viele Leute unabhängig voneinander nennen ihn immer Roboter. Weil alles, was er macht, ist so durchkalkuliert, wie er spricht, was er sagt, wenn er auch mit der mit den Medien spricht. So ganz komisch und auch so, wenn es nicht um Football geht, kann der Typ keine Konversation halten. Ey, du kannst mit ihm nicht sprechen, es ist so richtig awkward, es ist so weißt schon, so, boah, was soll ich denn überhaupt mit dir labern? So, er ist richtig komisch, er geht nicht ordentlich auf seine Spieler ein. Also, ey, für mich, ich war damals ein Rookie, Second-Year-Player, der hat so oder so auf mich geschissen, weißt du? Ja. Von daher, ich war auf jeden Fall, er ist nicht der Grund, warum ich bei den Cowboys gelandet bin. Es war das Front Office, es waren die Joneses, das haben sie mir auch erzählt. Der Typ hatte nie Bock, dass ich da überhaupt war. Von daher, es hat nicht zwischen uns geklappt, aber ja, was soll ich sagen? Ich rufe mal kurz Dominik an, weil alle fragen,
wie bei Dominic lief. Also, ihr wisst Bescheid. Ah, direkt bei FaceTime, okay. Ey, lass mal ganz kurz Shoutout. Jemand hat es gerade erwähnt, mein Tannenbaum hier bei uns. Warte, alle sagen, ich bin leise. Ich bin leise. Bin ich echt leise? Ne, ich höre dich ordentlich. Aber versuch auch mal so wie ich ein bisschen näher ans Mic zu gehen. Ich bin direkt im Black Hammer drinnen. Ja, da, das ist gut. Das ist gut. Warte, ich mache komplett. Warte. Aber ja, bei uns, wir sind schon richtig in Weihnachtsstimmung. Und schau mal, wenn ihr, falls ihr es gesehen habt, schau mal ganz oben da. Alles in gut. Ecke, in der Ecke, da. Bap! Seht ihr den Football her? Die kleinen Details. Die kleinen Details. Okay. Okay, Eberle hat nicht angenommen, aber hat mich auch schon angeschrieben. Er meinte, er ist auf dem Weg zum Tryout. Er hat mir noch nicht gesagt, wie sein Tryout war, aber er war letzte Woche ja auch beim Tryout. Er hat gesagt, er hat jedes Field Goal gemacht, außer 61 Yarder. Also es wird mal Zeit, dass Dominic rasiert. Ja, wird Zeit, man, dass er mal seine Chance bekommt, auf jeden Fall. Also ich rede nicht vom Practice Squad, dass er wirklich seine Chance bekommt in einem Game. Hey, guck dir das mal bitte an. Die Saints zum Beispiel, weißt du? Mm-mm. Ich habe Cam Bescheid gesagt, was soll ich machen für Coach Sean Payton? Ich rufe den auch nochmal an. Die sind schon durch den vierten Kicker. Alle Kicker von den Saints verpassen PATs, alles. Bitte unterschreib Dominic Eberle und lass den Mann kicken. Absolut, absolut. Was meinst du? Haben wir, jetzt sind wir ein bisschen wieder vom Thema abgewichen. Was haben wir denn heute für Punkte auf dem Programm? Ja, erstmal musst du ein bisschen näher an deinem Black Hammer, weißt du, ich möchte nicht. Hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Okay. Aber wie bei Märchenstunde, das geht um euch. Weißt du, ihr schickt die Fragen ab und wir beantworten eure Fragen. Was immer, NFL, ELF, was immer ihr wollt, wir reden drüber. Wie soll jemand anrufen? Sag Bescheid. Ich rufe meine Mama an, ich sag Hallo. Aber wir müssen noch über College-Stories reden. Du hast noch nicht über deine College-Stories geredet. Hast du über deine? Nein, du hast doch genauso wenig über deine geredet. Ich erzähle alles, was ihr wollt. Ich bin sehr transparent. Ja, dann lass über College erzählen. Über was? Wollen wir über das Football? Über das Leben im College? Was ist denn da mehr interessant? Bitte ruf deine Mama an. Ich würde mal gern von dir wissen, dein allererstes College-Spiel. Auf jeden Fall. Dein allererstes und was der Unterschied war, wenn du an dein allererstes College-Spiel denkst, an dein allerletztes, mental. Boom, schieß los. Okay, erstes College-Spiel. Also ich bin damals, das war 2011, Anfang 2011 aufs College. Ich bin im Spring-Semester schon gekommen. Das heißt, ich habe im Januar angefangen. Das gab mir ein extra Semester, um mich einfach so an den Football zu gewöhnen. Also ich habe in meinem ersten Jahr schon Springball mitgemacht. Normalerweise in deinem ersten Jahr kommst du im Herbst rein, kommst dann im Sommer rein und gehst direkt in die Saison. Ich hatte den Vorteil, ich war im Spring schon dort, durfte ich Springball mitmachen und habe mich so ein bisschen an das Footballerische gewöhnt, weißt du, weil natürlich der Speed eine komplett neue Nummer für mich war und auch das Footballverständnis war nicht ganz ehrlich. Alter, ich habe mich noch nie so dumm gefühlt, als ich aus Deutschland gekommen bin und dann ich war in Deutschland ein relativ guter Spieler. Ich kam darüber, ich dachte mir, Alter, ist das immer noch derselbe Sport? So komplex, Offenses zeigen dir Looks und weißt schon, und so Spielverständnis, dass eine Offense dir irgendwas, weißt schon, irgendwelche so Tendenzen zum Beispiel, ich hatte davon keine Ahnung. Also das war ein Riesending, Alter, im College. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, aber auf jeden Fall dann durch Springball durchgegangen und da schon so. Ich meine, die Athletik war schon immer da und das hat denen auch gefallen und ich war dann Second String Outside Linebacker und dann, weil die haben mich direkt, ich habe in Deutschland Safety gespielt, im College wollten die mich direkt auf Linebacker. Und habe dann Outside Linebacker, Second String, dann irgendwann durchs Camp durch, war ich dann Starting Outside Linebacker, also durchs Camp durch und dann mein erstes Spiel, ich habe mein erstes College-Spiel jemals auch gestartet. Und er hat damals gegen Weber State gespielt. Das war Division 1AA, also in der Division unter uns. Aber es war krass. Es war ein Night Game. Das werde ich nie vergessen. Es war ein Night Game, also Under the Lights. Unser Stadion komplett, Alter, Home Opener, ausverkauft. Alter, es war dunkel, nur unter Scheinwerfer an. Das waren meine Lieblingsgames, Alter. Wenn so Under the Lights, Alter, ist, wenn du richtig. Ja, Mann, weil das ist eine andere Atmosphäre. Ja, die Atmosphäre ist Under the Lights, das ist wie bei Any Given Sunday. Du guckst hoch, du denkst so, boah, der Herz doppelt so schnell.
Auf jeden Fall. Aber ja, was, wie waren die Emotionen? War krass, war natürlich super aufgeregt, Mann. Ich bin, bei mir ist aber zum Beispiel so, die Aufregung ist ehrlich in meiner kompletten Karriere niemals weggegangen. Es ist nicht unbedingt nervöse Energie, aber es ist, du hast eine bestimmte Energie, weißt schon, da ist so, also du hast auf jeden Fall, du fühlst dich ein bisschen, also es ist nicht nervös, es ist komisch, Mann, aber dieses Gefühl von einem Game, weißt du, das ist immer, so ein bisschen Anspannung ist immer da, aber erstes Game, nervös, ohne Ende und dann, ich weiß, aber sonst ist auch nicht großartig viel passiert, dann irgendwann ist es losgegangen und dann, ich hatte ein paar Tackles, vielleicht 4, 5 Tackles, ich war jetzt außer Linebacker, obwohl ich hatte einen ganz geilen Hit, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, einen richtig geilen Hit. Wyoming gibt es nur 27 Leute, die da wohnen. Genau, aber wie viele Leute kommen so zum Stadion? Ah, schon okay. Also nicht so viele. 25, 30.000 wahrscheinlich. Okay. Okay. Also war okay. Aber natürlich habe ich auch in anderen Riesenstadien. Wir haben beim zweiten Jahr haben wir in Texas gespielt. Hier at UT, University of Texas, Texas Longhorns. Ja. Da haben wir für 110.000 gespielt. Weißt du, ja, das nochmal. Das ist schon eine andere Atmosphäre. Yes, sir. Aber ja, so war das meine erste College-Erfahrung, mein erstes Spiel und dann mein letztes Spiel. Das Problem ist, mein letztes Spiel, ich habe natürlich nicht erwartet, dass es mein letztes Spiel war. Meine College-Karriere war natürlich, die ist ein bisschen früher zu Ende gegangen, wie erwartet, weil ich mich in meinem 6. Spiel in meiner Senior-Season verletzt habe. Ich habe mir damals das Kreuzband gerissen, also echt ein Standard-Play. Das war ein Lead-Play. Der Fullback ist auf mich gekommen, ich habe ihn angenommen, weißt du, so die Edge gesettet und boom. Also so ein Play, das du davor 1000 Mal gemacht hast und auf einmal gibt dein Knie nach, weißt du, und buckelt und Kreuzband durch. Also das war einer der tiefsten Momente für mich so. Weißt, ich weiß nicht, ob wir heute über Mental Health und alles reden müssen, aber das war einer meiner Momente, wo ich so gedacht habe, ey, Football ist over und alles und ich wusste auch nicht, wohin jetzt und was ich mache. Aber das war auf jeden Fall bitter für mich. Aber ja, so ist es eben verlaufen, dass ich wusste gar nicht, dass es mein letztes College-Spiel jemand sein wird. Ja. Weißt, ich habe gedacht, ich werde mein Senior Day haben, mein letztes Spiel vor den Home-Fans, alles. Aber hey, Injuries, Mann, man kann sich nicht verletzen. Ich sag euch immer, in der NFL, die sagen auch immer, es ist eine 100% Chance, dass du dich verletzt. Weißt du? Mhm. Und ich weiß auch. Du weißt, wie sie sagen, es ist nicht eine. It's not a matter of if, but when. Also, es wird irgendwann passieren. Es ist nicht unvermeidlich. Sondern wann. Genau. Aber ich weiß, bei mir war geil, oder nicht geil, weil ich kam rein in mein Rookie-Jahr. Und ich dachte, ey. Freshman jetzt, ja? Freshman year, ne? Ja. Yeah. So, yeah. Und ich bin relativ athletisch für meine Size. Und ich komme rein. Luke Kuechly war ja in meiner Klasse. Und das Erste, was Luke zu mir sagt, er guckt mich an, er sagt so: Boah, du hast voll großen Biceps. Ich meine so: Ey, was bist du für ein Lappen, ey? Weißt du, so auf den. Du wusstest gar nicht mehr, wie krass er war, ne? Noch nicht. Und dann so, war er eigentlich highly recruited? War der 4- oder 5-Star? Doch schon. Yeah. Er kam aus einer sehr guten Highschool, aber halt, weißt du, auch in den Workouts, er war immer gut, es konnte man nie was Schlechtes über ihn sagen, aber ich dachte immer, oh, ich bin Baba, ich bin noch ein bisschen besser als dieser Typ, weißt du, so, wir sind so gleiche Size eigentlich, ich war 110, er war 102 Kilo und ey, ich weiß nur noch, von dem Moment wirklich, Luke in den Trainingsspielen hat alle rasiert, komplett. Und bei mir, ich war technisch. Und da habe ich gelernt, wer nicht gute Technik im Football hat, das ist sehr schwer, guten Football zu spielen. So, yeah. Ich habe Jungs gesehen, die laufen eine 4-4, die benchen 1000 Kilo. Mhm. Aber können kein Football spielen. Genau. Für die es nicht wissen, wurdest du direkt dort auf DN rekrutiert oder als was bist du reingekommen, auf welche Position? Ich war ja in der Highschool, habe ich Tight End und DN gespielt. Dann wurde ich halt als Tight End und DN rekrutiert. Die haben mich auf Fullback versucht. Ich war soft. Ich habe nichts auf Fullback gerissen. da haben sie mich auf Defensive End gepackt und hat mein Coach mir gesagt, Kasim, du wirst redshirten. Und für die nicht wissen, was das heißt, du bist nur ein Trainingsspieler für dein erstes Jahr, aber du bist dann noch ein 5. Jahr am College. Das heißt, du darfst ja für 4 Saisons spielen. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, aber dann war ich nur wuppen.
da bin ich echt so von 110 Kilo auf 118 Kilo in einem Jahr und dann dachte ich, ich bin der beste Spieler der Welt. warte mal. Was war dein Schwerstes, was du jemals war? Das Schwerste, was ich war, so 120 Kilo. Also 275. 270. 270, Digga. Ja. Oh mein Gott. Das ist ordentlich, Mann. Shit. Ja, das ist zu viel, Mann. Kannst du dich das bewegen? Aber halt, weil du musst dir mal vorstellen, unsere Defense damals, unsere Defense hieß Luke Kuechly. Weißt du, wir sind im Huddle. Okay, Luke. Ich schwöre, das war die Defense. Weil egal, was wir gespielt haben, Luke hat einfach alles gemacht. Und dann haben sie gesagt, Kasim, versuch einfach so breit und stark wie möglich zu sein, weil dass du alle Doppelteam nimmst. Und dann hast du 3-Tech gespielt? Nein, ich habe 7-Tech gespielt. Okay. Aber Hauptsache alle Double-Teams nehmen, dass Luke das Tackle machen kann. Aber Luke ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Er ist Hellseher. Er ist Uranai Baba von Dragon Ball. Er ist einfach so, du siehst keine Tendenz. Er sagt so, ey Kasim, pass auf. Ich so, hä? Warum? Auf einmal Double Reverse. Ich so, was ist da los? Und ich weiß noch, einmal habe ich mit Drew Brees, war ich mit ihm mal Abendessen und der Defense. Und dann Drew und ich haben ein bisschen über Luke geredet, weil wir haben Carolina die Woche gespielt. Und er meinte so, ja, ich so, Luke und ich waren zusammen im College. Er so, ey, Luke ist der einzige Spieler in der NFL, die machen Audible Competition. Weil, weißt du so, Drew Brees geht an die Line, ihr kennt Drew Brees. Guckt sich die Defense an, er sagt so, ey, Audible, check. Er macht einfach einen neuen Spielzug, weil er irgendwas in der Defense gesehen hat. Dann Luke auf einmal, ey, Drew Brees spielt Energiesparmodus. Wow. Ey, das ist auch schon mal lange her. Ey, es geht niemals, es geht nie ohne technisch. Ey, Energiesparmodus ist back, baby, wusste ich gar nicht. Okay, aber erzähl halt mal, Wie hat er sich denn vorbereitet? Wie ist er denn so geworden, Mann? Der ist wie Mathematiker. Er denkt so, okay, zwei Titans und er kennt jeden Spielzug und er kennt alle Tendenzen. So, Drew Brees hat auch original gesagt, er hat noch nie einen Linebacker gesehen, der die Spielzüge so vorher kennt wie Luke. Weil es echt, er sagt so, ey, pass auf, das wird jetzt ein Lauf nach links und der Fullback geht die andere Richtung und dann wollen sie einen Screen versuchen. Und er meint so, hä? Woher, weißt du, wie sieht der das? So, es ist schon krass. Das ist verrückt, Mann. Und ich bin so halt, okay, wenn der Ball sich bewegt, mache ich jemand kaputt. Echt so. C-Ball, Get-Ball. Einfach Ball hinterher rennen. Ey, ich bin so froh, dass Energiesparmodus wieder an war. Das ist schon ein Jahr her. Wie meinst du? Lange Geschichte. Es ist eine andere Märchenstunde. Ja, Mann. Aber wer war einer so in deiner Karriere, so der krasseste Spieler, mit dem du mal gespielt hast? Ich würde auch sagen, aus dem ähnlichen Holz geschnitzt wie Luke, war Sean Lee. Okay. Ja, irre, Mann. Auch ein absolut krankes Football-Brain, also einfach wie viel Football einfach Wissen er hatte, wie krass er auch Tendenzen sehen konnte, also absolut krank. Und dann hat er diesen perversen Motor gehabt. Motor im Football ist, dass du durchdrehst. Wie so ein Schluss drehen sie alle durch. Weißt, also, dass du einfach nicht aufhörst. Du wirst nicht müde. Weißt schon, du gehst immer weiter. Jeden Spielzug, egal wie viel du rennst, nächster Spielzug, weiter. Weißt du, du bist so eine Maschine, du wirst einfach nicht müde. Und er hatte einen krassen Motor, ey, ohne Ende. Ich glaube, das war ein paar Jahre her, 2016 oder 17, bei den Eagles. Der hatte 25 Tackles in einem Spiel, im NFL-Spiel. 25. Damn, willst du mich verarschen, weißt du, solche Dinge. Weil er einfach wusste, was kommt, Alter. Ah, krass. Also Sean Lee habe ich viel von gelernt, wie er einfach das Game approached hat, wie er dafür gelernt hat, was er an welchen Tagen, was er sich anguckt, wie er für einen gewissen Gegner sich vorbereitet. Also für mich, das war die ersten zwei Jahre meiner Karriere, was auf jeden Fall ein riesen Influence war für mich, dass einfach so, boah, der Typ ist... Es macht schon sehr viel aus, wenn du jemanden hast, wo du das abgucken kannst, weißt du? Weil ich habe auch schon... Fall. Ist so wichtig, Mann. Ich habe schon so viele Jungs gesehen, weißt du, die spielen halt nur Football, die sind alle talentiert und Gott hat denen Skills gegeben, die keiner hat. Aber halt die Jungs, die sich noch gleichzeitig darauf vorbereiten, das ist
So, jemand hat gefragt, was sind Tendenzen? Ihr müsst euch vorstellen, so halt, alle Teams spielen wirklich die gleichen Spielzüge. Natürlich gibt es hier immer hier und da so eine kleine Sache, aber es ist immer der gleiche Spielzug, aber aus einer anderen Formation, um es versuchen, dass es ein bisschen anders aussieht. Und dann, ich weiß noch, zum Beispiel in unserer Vorbereitung, weißt du, Mittwoch ist unser erstes Training, Dienstag haben wir frei, Mittwoch ist unser erstes Training und dann sind da echt so mathematische Formeln und dann steht da 1. und 10, wenn der Drive anfängt, 80% Lauf. Und dann 2. und 7 bis 10 ist ein Pass, wenn es 2. und 5 bis 1 ist, ist ein Lauf. Weißt du, und halt diese Tendenzen, dass du wirklich jederzeit weißt auf dem Feld, du guckst, okay, es ist 2. und 7. Ich weiß ganz genau, wenn ein Tight End und 2 Receiver auf der linken Seite sind, ist eine 80% Chance, dass dieser Spielzug kommt. Mhm. Und halt die besten Spieler haben so ein hohes Spielverständnis. Das ist so wie, die sehen nur die Formation und die wissen ganz genau, was die Offense gleich versuchen wird. So, das ist so krass, wenn du so Leute siehst. Ich weiß, 2015, Thanksgiving Game. Carolina Panthers, Dallas Cowboys war das, glaube ich. Oh mein Gott, ja, ich war doch dabei. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, Mann, da war Tony Romo hat einen Audible gemacht und wollte einen Diglauf, dass der Receiver einen Dig läuft. Irgendwie so 15 Yards tief in der Mitte im Feld. Und Luke wusste ganz genau, dass er diesen Audible gecheckt hat, weil er, keine Ahnung, Film geguckt hat. Luke dreht einfach, als der Ball gesnappt wurde, Luke guckt nicht mal zum Quarterback, er dreht sich um, läuft Fullspeed zu diesem Punkt, wo er weiß, dass der Ball kommt, dreht sich um, hat den Ball, Return Touchdown. Das Krasse war, ich muss dir dieses Game nochmal angucken, der Typ ist so krass, es war 3x1, also 3 Receiver auf der einen Seite, einer auf der anderen, der hat Nummer 3 hat ein Vertical Seam gelaufen, er hat getan, als wenn er die Nummer 3 tief covered, also der hat so getan, als wenn er tief geht, dann im letzten Moment, und also Nummer 3 ist tief gelaufen, Nummer 2 ist einen Dick gelaufen, also einen 15-Yard-In-Cut. Ja. Und er tut so, als wenn er covered, dann droppt er die Nummer 3, boom. Alter, und hat den Dick gespielt und das Krasse ist, der hat einen Touchdown, Return-Touchdown gemacht. Ja. Der nächste Spielzug, der, weißt du, natürlich haben die Touchdown gehabt, wir kriegen Kickoff, Offense wieder auf dem Feld, der nächste Spielzug hat er noch eine Interception gehabt. Ich weiß. Back-to-back Spielzüge hat er Pick gehabt. Er hatte so Cojones, Digga. Heftig, Mann. Ich schwör's dir, Luke Kuechly, Mann, es war vom anderen Stern. Ey, der war so krank. Heftig, Mann. Ich weiß noch einmal, wir haben gegen die Panthers gespielt und der linke Tackle von denen, wenn seine beiden Füße so waren, parallel, 100% Lauf. Wenn sein Fuß ein bisschen geslantet ist, 100% Pass. Ach, weißt du? Und das sind so diese kleinen Tendenzen, die man in der Filmstudy sieht, aber so kannst du ja nicht verraten, weißt du, weil wenn du dann immer sagst, ey, lauf, 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 dann irgendwann merkt er, okay, ich mache hier irgendwas, dass sie es merken. Das heißt, das ganze Spiel, so alle gucken auf seinen Fuß, gucken sich an, machen Handzeichen, so, weißt du, Lauf oder Pass. Und dann das ganze Spiel, wir wussten immer, ob Lauf oder Pass war. Ja, war krass. Krass, Mann. Ja, aber okay, jetzt haben wir von Luke Kuechly, sind wir schon wieder abgeschweift von unserem Thema. Wir wollten hören von wodurch du gegangen bist, deine Emotionen für deinem ersten College-Game. Oh, meine Emotionen in meinem ersten College-Game. Weil du bist ja, okay, du wie gesagt, du musstest ein Jahr warten, weil du geredshirtet hast. Ja. Und dann in deinem Redshirt Freshman Year, also ja, jetzt schon ein Jahr im College und ein Jahr in demselben System. Ja, wie ist das gelaufen? Mann, ich sag mal so. Erstmal, ich weiß noch, als ich geredshirtet habe, zum allerersten Game Day kam ich zu spät, weil alle Redshirts mussten samstags und Game Day hatten sie ein Workout. Und zum allerersten Game Day kam ich zu spät. Halbe Stunde habe ich verschlafen, weil es war um 5.30 Uhr. Oh mein Gott. Und das Ganze, alle Redshirts mussten 1000 Updowns machen. Und Bear Crawls, 500 Yards Bear Crawls. Und ich musste auf meinen Arsch sitzen und einzugucken. Oh.
Und alle am Haten. Glaub mir, wer nie wieder in seiner ganzen College-Karriere nur eine Sekunde zu spät gekommen ist. Oh man, ja, das ist krass, Alter. Ja, Mann. Aber ich weiß nicht, es ist zu krass zu wissen, wie viel man nicht damals wusste, weil ich dachte, ey, ich weiß alles. Aber wenn ich mal so überlege, so mein IQ war echt, mein Football-IQ, mein Spielverständnis war noch nicht so hoch. Und wenn ich das halt so vergleiche zu meinem letzten College-Spiel und dann nochmal zu NFL-Vergleich, ich habe mich so gefühlt, alles war auf einmal Zeitlupe. Und ja, ich glaube, die meisten NFL-Spieler von ihrem ersten zum zweiten Jahr, so alles ist Zeitlupe auf einmal. Ja, ja. Ja, das ist das. Es ist das Krasseste, Mann, diese Transition. Auf einmal siehst du was und du zum Beispiel so eine Tendenz, du siehst eine Motion und auf einmal ist es so slow auf einmal für dich fast schon, ne? Ja, genau. Was geht denn jetzt ab? Du siehst den Pulling Guard, du weißt ganz genau, was kommt, weißt du, so ein Power Play oder was auch immer und du denkst dir so, okay, easy, so das ist mein Fit und dumm, auf einmal ballerst du den Running Back um und so, hey, shit, let's go. Ja. Ich weiß, wir haben 2013 haben wir gegen Florida State gespielt, als sie da National Championship gewonnen haben. Ey, die hatten so viele, ich glaube, die ganze Offense ist in die NFL gegangen. Das war echt eine komplette. Jameis Winston auf Quarterback. Du hattest alle. Auch Clemson in dem Jahr, weißt du, wo wir haben gegen D-Hop gespielt. Da war echt viel Competition in so 2011 bis 2013. Aber gute Competition in der ACC. Ja, ja. Wie habt ihr euch da abgeschnitten? Wie habt ihr euch wir da waren geschlagen? Immer schlecht. Wir waren immer schlecht. Ja, wir waren nicht gut. Aber ist okay, weißt du, so, du lernst viel über. Aber ich glaube, und das auch in jedem Football-Team, auch im Leben. So, du merkst halt, wenn du verlierst und Sachen nicht so laufen, wie du es gerne hättest, dann siehst du meistens den echten Charakter von vielen Menschen. Mhm. Also ich habe schon viele Jungs gesehen, die sagen, auf einmal, weißt du, die pointen Fingers, die sagen, ey, das ist alles deine Schuld, weißt du, von jedem die andere Schuld, aber dann siehst du auch die Jungs, die ganz genau wissen, das ist nicht deren Schuld und die versuchen trotzdem alles, ey, it's on me, und dann finden sie einen Weg, das Team wieder nach oben zu bringen, und da hatte ich auch ein paar gute Mentors, die mir wirklich geholfen haben, auch immer so positiv zu bleiben. Ja, ja, absolut, muss ich dir komplett zustimmen. Und das Schlimmste ist halt, und du kannst es, glaube ich, nochmal sehr gut erläutern, egal ob es College ist oder NFL, es ist nicht fair, es ist immer unfair. Ja. So, die Coaches bevorzugen Leute, egal auch wenn du besser bist als jemand anders, so wenn ein Coach nicht Bock auf dich hat, dann hat er keinen Bock auf dich. Genau. Ey, ich finde hier eine ganz geile Frage, wie viele Chancen bekommt man in seiner College-Zeit, um sich zu beweisen? Weißt du, es ist so eine ganz interessante Frage, weil zum Beispiel bei mir, ich habe direkt in meinem Freshman-Jahr gestartet und ich muss euch ganz ehrlich sagen, also athletisch konnte ich super mithalten mit allem, aber diese ganze Football-Knowledge und alles war bei mir, das hat alles ein bisschen gedauert bei mir. Und ich muss sagen, ich habe gestartet für die, ich glaube, ersten 4 Spiele. Und dann war es aber auch nicht mehr, Produktion war nicht wirklich da, wo es sein soll. Und dann habe ich mich auch ein bisschen verletzt an der Hüfte. Und dann hatte ich echt, nachdem war ich glaube, ich hatte 2 Spiele verpasst dann mit der Verletzung. Und dann war mein Spot weg, Mann. Hey! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jenny. Happy birthday to you. Was geht ab? Party da drüben oder was? Ja, klein, oh Gott, ich bin hier gerade am Handy. Wie läuft's? Ja, was machst du mal. Schönes? Ich bin gerade nach Hause gekommen und schmeiß mich jetzt in den Jogginganzug und muss erstmal, ehrlich gesagt, ich bin heute nicht dazu gekommen, irgendwelche Nachrichten oder sowas zu beantworten, zumindest nicht viele. Insofern wollte ich gleich erstmal mein Postfach durchgehen. Ja, ja, ich habe den Romantikern schon Bescheid gesagt, dich zuzuspammen. Also, da wird einiges kommen, denke ich. Jenny, wann kommst du mal in die Märchenstunde und erzählst die, ist Jenny Takeover? Nächste Woche am Samstagabend fliege ich nach Stuttgart, da darf ich arbeiten. Sonntag, Montag, okay. Dienstag, European League of Football. Und das heißt, nächste Woche Dienstag bin ich nicht, kann ich nicht, aber danach die Woche. Okay.
Ich habe gelernt, man sagt dann immer, safe. Bist du am Start? Safe. Wir haben Jenny, über Jenny den Takeover. Dienstag ein Date, ein Märchendate. Oh ja. Hast du Bademantel am Start? Ja. Ja, sehr gut. Das ist der Dresscode. Solange du Bademantel hast. Ich hatte ehrlich gesagt was anderes vor anzuziehen. Okay, I mean, hey. Was aber ist da? Ich muss den Dresscode entsprechen, ein bisschen. So, ich kann mir den Bademantel überwerfen. Ich habe einige Bademäntel hier. Aber den Versace Pimp, den habe ich gerade nicht am Start. Den hast du noch nicht. Hey. Wobei, auch mein, das ist ja mein Look. Wollt ihr Bademantel oder wollt ihr so ein Seidenhemdchen? wir sind ready für dich, weil ich kenne auch noch gar nicht die ganze Jennifer Becks Story, das heißt, ich freue mich schon sehr darauf, die zu hören. Oh, ja, und ich freue mich aber darauf, auch Zeit mit euch verbringen zu dürfen, mit den beiden besten Märchen-Onkels auf der Welt. There you go. Absolut. Beste Werte bei Football Bromance. Wir freuen uns. Aber sowas von Persien, wie lange wird er noch? Müsst ihr mal gucken. So, ich versuche so ein bisschen auf, mal gucken, ein bisschen wieder auf. Oh. Oh, ich bin so gespannt auf morgen. Ja, jetzt geht's los, Mann. Dein Teaser. Boah, Mann. Ja, Primetime Football, das wird knusprig. Kannst du dich freuen. Morgen wird geil. Ey, ganz kurz, Kasim, hast du die Nachricht gesehen? Welche? Ja, check mal kurz. Ach so, in unserem Gruppenchat? Ja, also gleich geht's komplett rund. Warte mal. Oh, warte. Ach so. Oh. Okay, ich hab's auch gelesen. Okay, alle crashen, sagst du? Hey, alle crashen, nächste Stunde heute. Warte. Hey, desto mehr, desto besser. Warte, ich bin gleich da. Wer ist das? Ja, der Märchen-Opa. Der noch ein Märchen-Onkel. Pass auf, ich wollte nur kurz reinkommen. Und Jenny, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Oh, Patrick, danke schön. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Ich will eure Party nicht crashen. Ich weiß, das ist die neue Bromance hier. Ja, also, Bromance. Marc hat jetzt seine Brille aufgesetzt. Warte kurz. Yes, sir. Okay. Jetzt, das ist der Dresscode. Ja, nee, das ist die falsche, verdammt nochmal. Meine Lesebrille ich habe keine Brille mehr. Ich habe mir die Augen lasern lassen, sonst könnte ich da jetzt auch mitziehen. Wie gesagt, ich bin nur da, Jenny, dir alles Gute in deinem neuen Lebensjahr. Du bist jetzt 27 oder 28 geworden. Du siehst aber aus wie 23. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, bleib so, wie du bist. Dankeschön. So, für die Leute, die Bromantiker, die sehen jetzt, wie es auf der anderen Seite aussieht. Eigentlich steht ja da meine Kamera und es geht in die Richtung. Hier sieht man jetzt mein Rudergerät und allen möglichen Shit, die ich hab. So, ich mach's mir die Vorhaut, ich zieh mich zurück, ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, tschüss. Auch oh, süß. Ja, sehr geil. Ich bin in meinem Schlafzimmer. Ich liebe das, wenn alle einfache Leute crashen. Ich sollte eigentlich mal den Link und den StreamYard-Link zu all meinen NFL-Freunden schicken und mal gucken, wer einfach reinkommt. Das wäre geil. Okay. So, das ist immer so Überraschungs-NFL-Gast. Ja. Gut, ja, schön. Und? Warte, Jenny, musst du los? Nee, ich muss nicht los. Ich bin jetzt zu Hause. Ich wie gesagt, knall mich jetzt gleich aufs Sofa. Also ich habe nichts mehr zu tun heute. Ich kann auch noch bei euch bleiben, aber ich wollte ja nicht die Sendung crashen. Also ich habe sie gecrashed, aber ich wollte ja nicht alles gut, wie besetzen. Nein. Ich weiß gar nicht, was die nächste Frage ist. Hast du ein Thema oder was reden wir als nächstes? Ja, was willst du da? Ja. Jetzt haben wir Moderator. Wo habe ich euch denn gerade bei gestört? Wir hören einfach immer auf die Zuschauer. Also Zuschauer, die für Zuschauer, euch, warte mal, haut ein paar Fragen raus. Nee, jetzt warte mal, jetzt sehe ich mich nicht mehr. Ah, das ist doof auf dem Schild. Oh, jetzt. Jenny und Technik. Wie komme ich denn jetzt? Jetzt sehe ich mich. Ah, da ist der Chatter. Jetzt sehe ich den Chat, aber ich sehe die Kamera nicht mehr. Ah. Nein, kriege ich nicht hin. Das ist eine coole Frage. Und zwar, Jenny könnte darüber auch reden, weil vielleicht hat sie das von der anderen Seite gesehen. Aber nach den Spielen in der Kabine, wenn du feierst, wenn du gewonnen hast, ne? Und du könntest auch sagen, wie ist es, wenn du gewonnen und verloren hast. Aber wie sieht ein Locker-Room nach dem Spiel bei dir aus in deiner Karriere? Nach einem Sieg? Bei mir? Ja. Kommt drauf an. Ich hatte verschiedene, natürlich über die Jahre. Dein Team ist ja nie dasselbe. Jenny, hol mal schnell Bademantel.
Du hast ja alle verschiedene, du hast ja alle möglichen Charaktere in deinem Team, aber so manche Teams, zum Beispiel 2019 Saison mit den Niners, wir hatten richtig lustige Jungs am Start. Und ich schwöre es euch, nach jedem Win, und wir haben viel gewonnen, wir haben das Jahr 13-3 gefinisht. Immer Turn-Up. Nicht so krass wie bei den Saints, aber bei den Saints, jeder, also wenn ihr mal die Videos gesehen habt, danach, also jedes Mal geht da die Dance-Party los. Aber wir haben auch immer, also immer gute Laune, es geht ab, Turn-Up, weißt du, Musik wird gespielt und alles. Ist immer gute Stimmung. Aber ja, und dann, wenn du verlierst, dann sitzt du halt rum, was weiß ich, und ziehst dich um und gehst nach Hause. Also das ist halt verständlich. Wir reden gerade darüber, Locker-Rooms, Umkleidekabine nach dem Sieg und nach einer Niederlage. Wie du weißt, bei den Saints ist immer komplett Party. Alter, die auch, drehen auch durch, Mann. Auch Training. Wir haben Boxen überall. Und yeah, wir spielen einfach Musik. Das ganze Training. Yes. Oh, Sprechenstunde. Nice. Und halt auch einer unserer Jungs, der hat immer schon, wie heißt das, eine Nebelmaschine, packt Nebelmaschine in Lockerroom und er ist schon bereit, dass wir gewinnen. Nebelmaschine an, Disco-Lichter, so wie Teenie-Disco bei der Gymnasium früher. So ist auch immer unser Lockerroom. Okay, erzähl mal, wie ging das bei den Auswärtsgewinnen im Flugzeug? Ging es da ab bei euch? Boah, auswärts. Durchgedreht, Mann. Flugzeug, alle gamblen, alle Bier. So hinten, Alter. Mein Coach Sean Payton, er sagt immer, trinkt wie viel ihr wollt, aber fahrt nicht nach Hause mit eurem Auto. Ich, wenn ihr wollt, sagt mir Bescheid, ich hole euch ein Uber. Ich schwör's bei uns dasselbe, Alter. Hinten, also in ganz hinten im Flugzeug, also wo die Küche ist, ist so der Hangout-Spot. Da wird gegambelt, die haben so viel Liquor im Flugzeug. Richtiger Turn-up da hinten, richtig geil. Es hat immer so Spaß gemacht. Gibt's auch keine eigene Maschine, oder? Die wird dann gechartert. Ja, immer gechartert. Immer gechartert. Bei uns, bei den Saints war immer so, die Veteranen waren immer erste Klasse, hatten so ihr eigenes Bett und Coaches und junge Spieler sind alle hinten. So, das ja, war genau. Immer, ja, so war es bei uns auch, ja. War ganz cool. Und weil die Saints, wir waren ein sehr junges Team, war ich immer erste Klasse, weißt du? Ehrlich jetzt? Ja, Mann, aber ey. Jenny, erzähl mal, warst du in Lockerrooms in der ELF-Saison? Ich war, war ich. Allerdings ohne Spieler. Also ich war auch beim Championship-Game, dann in der Merkur-Spielarena. Da war ich in eurem Sea-Devils-Locker-Room. Bevor ihr gekommen seid, da hingen schon all eure Trikots und so. Das war ein ganz toller Moment. Am Tag des Spiels und ansonsten ja doch in verschiedenen Stadien, bevor oder nachdem die Teams weg waren, also ich hatte immer mal, oder teilweise waren die Türen auch auf oder sowas, also man hat immer schon mal wieder was mitbekommen. Weil ich weiß nur, in der Zeit in der NFL, und Marc kann dir das auch sagen, die ersten 10 Minuten, wenn man vom Spiel reinkommt, ist der Lockerroom nur für die Spieler und danach Reporter, Reporterin, jeder und seine Mutti, Kinder, alle kommen rein, weißt du, und die kommen alle aus der Dusche oder in die Dusche. Ey, du rennst da nackt rum, ist Reporterin am Start, es ist so krass. So, und ich meine, jeder ist respektvoll, aber auch ein paar aber ist auch passiert, alles egal. Es passiert, weißt du, wenn du bis nach dem Spiel, du warst ein bisschen länger auf dem Feld, hast Jersey-Swap gemacht oder was auch immer, kamst ein bisschen später in die Kabine, hat ein bisschen gedauert, bis du in die Dusche kamst. Also mir ist das passiert schon. Weißt du, kommst mit einem Handtuch raus oder was? Oder weißt schon, du ziehst dich gerade um. Reporterin hinter dir. Also. Hab schon gesehen, wir hatten keine Handtücher mehr. Und einer flitzt da einfach nackt im Hintergrund von so einem Interview. So, hast du ein Handtuch? Also das gab es bei der ELF nicht. Aber ich glaube, für Saison 2 ist da Luft nach oben. Also Interviews gab es in keinem Lockerroom. Müsste ich mal einbringen, diese Idee. Ja. Und ich muss auch sagen, so NFL-Lockerrooms, die sind nicht so wie deutsche Umkleidekabinen, okay? So, ihr kennt das vom Fussi oder von der Schule, die stinken immer. Aber NFL-Lockerrooms, das ist so wie Luxushotel. Du bist da Caesars Palace, aber Lockerroom-Edition. Ja. Außer du bist auswärts. Auswärts ist richtig. Wobei, Cowboys... Sieben auswärts bei den Sea Devils in Hamburg. Oh. Ich habe gehört, das ist Katastrophe, weil die sind so kleine Container. Aber ich sag dir mal, die Buccaneers haben einer der schlimmsten Auswärts-Locker-Rooms. Der bockt gar nicht. Hast du mal bei denen gezockt? Bei LA? Bei Rams im Coliseum, im Alten? Nein.
schlimm. Das ist schlimm. Aber San Diego war auch nicht so schön. Aber es gab ein paar Auswärts-Lockerrooms, die waren auch sehr nice. Eine Sache auch. Alle Teams in der NFL sind sehr organisiert. Wenn du auf ein Flugzeug gehst, du kriegst eine kleine Karte, deinen Sitzplatz, wo du sitzt, du kriegst Snacks, Digga, Peanut Butter Jelly, wir beide, Peanut Butter Jelly, du, alles, was du willst. Detroit Lions ist einfach nur wie so türkischer, osmanischer Bazar. Du gehst einfach hin und setzt dich, wo du hin willst, und kommt jemand anders, sagt so, ey, steh mal auf, das ist mein Platz. Und nur alles unorganisiert. Also Detroit Lions, Auswärtsspiele, hat nicht gebockt. Ach was. Ja, Mann. Krass. Wie lang warst du? Wie bitte? Wie lang warst du da? 4 Wochen. Also wie viele Auswärtsspiele? 1. Nein, 3. 3 Auswärtsspiele. Okay. Oh mein Gott. Die teuflische 3. War auf jeden Fall Katastrophe. Hier fragt jemand, wegen Rookie-Taufen, habt ihr, wie war das bei dir, bei den Saints? Oh, können wir gleich auch nochmal Jenny erklären. So in Deutschland, Rookie-Taufen sind eigentlich so der Standard. Das heißt, wenn du ein Rookie bist, das ist so wie eine Mutprobe. So, ich weiß, in Deutschland musste ich nackt mit einem kleinen Handtuch von meinem Private Parts zu McDonald's gehen, hab für 40 Jungs McDonald's bestellt. Weißt du, das ist so Rookie-Taufe oder irgendwie sowas. Einmal Flitzer machen. Mhm. Bei Amerika macht man das gar nicht. So, da wirst du festgenommen. Original. Da kommt die Polizei, kommt ins Gefängnis. Ich würde sagen, die Amis, alles, was die Rookies machen müssen, ist einfach nur Sandwiches holen. Und am Ende des Jahres müssen sie die letzte Party bezahlen. Und da bis 20.000 bis 50.000 kann die kosten. Und das müssen alle Rookies bezahlen. Ja, yeah, also bei mir war es genauso. Also jede Woche im Linebacker-Room musste ich Personal Order, was auch immer die Jungs wollten, zum Auswärtsspiel in Flieger, also Essensorder, weißt du? Also jedem dann einzelne Order. Ich will Wingstop, ich will, ich will McDonald's, ich will das. Und dann musste ich immer, ich weiß, wie ich gehustelt habe, weil du hast ungefähr nur 2 Stunden, um am Flieger zu sein. Und dann musste ich zu diesen ganzen Foodplaces gehen, das Essen besorgen und dann im Flieger sein. Ey, ich bin ein paar Mal echt fast zu spät gewesen. Das war ein Riesending. Dann im Camp mussten wir vom ganzen Team singen, immer ein paar Mal. Ja, das natürlich. Und dann wurdest du entweder hast du Applaus bekommen oder wurdest von der Stage runtergebucht. Kann ich das kurz nochmal ganz kurz besser erläutern? Ja, ja. Also, alle Rookies im Trainingslager müssen nach vorne kommen, müssen ein Lied singen, sich vorstellen und ihren Signing-Bonus sagen. Ja, genau sowas bei uns auch, genau. Das heißt, die müssen sagen, ey, mein Name ist Kasimir de Bali, ich komme aus Hamburg, Germany. Mein Signing-Bonus war 5.000. Also ab und zu hast du Leute, die hat so, mein Signing-Bonus war 1,7 Millionen. Ja, yeah, ich weiß noch, bei uns, ich war in einer Class mit Sieg. Ezekiel Elliott, whatever, Ohio State. Signing-Bonus 13,8 Millionen. Und alle so, oh! Und dann so, was singst du? Was singst du? Und dann musst du halt ein Lied singen. Yeah. Du darfst nicht rappen, nur singen. Und dann kriegst du entweder Applaus oder du kriegst Klatsche. Money, yeah. Money, Money von ABBA kommt dann, ne? Ey, yeah. Ehrlich, Mann. Ich habe bei mir da einmal, ich war glaube ich dreimal dran, ich habe die deutsche Nationalhymne gesungen einmal. Ja, man, habe ich in College gemacht. Yeah. Aber auch so schön. Einigkeit. Ja, richtig auf der Brust drauf. Bisschen Bass, weißt du? Genau, schön tief. Aber Jenny, erzähl mal so einer der Stories in der ELF dieses Jahr. Was war eine Story, wo du wirklich sagen kannst, hey, das werde ich nicht so schnell vergessen? Oh, gute Frage. Ehrlich gesagt, aber das war nicht direkt mit dem Spiel, was ich niemals vergessen werde. Das war in Frankfurt, das war am Abend vor eurem Sea Devils Spiel, Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy, wo ihr leider das erste Mal verloren hattet. Das war nämlich der Samstag, da waren wir alle zusammen im Hotel und dann nimmt der Patrick mich und sagt, komm, wir gehen essen, und wir sind in eine Sportsbar gegangen, wo wir dann im Restaurant erstmal gesagt hatten, hier, macht mal den und den Kanal an, dann haben die da schön ELF laufen lassen. Und zwar war das Spiel Barcelona Dragons gegen Cologne Centurions, wo Barcelona gegen Köln gewonnen hat. Das Spiel war mega. Und das war der Abend, wo Patrick fragte, ob ich Lust hätte, bei den Bromantikern mitzumachen. Ja, also nice. Den Abend werde ich nicht vergessen. So schnell geht das.
Ja. Das war im August. Und jetzt fester Bestandteil. Naja, kleines Bestandteilchen. Aber nein, da war ich ganz gerührt, ganz geehrt und ganz überrumpelt. Und am nächsten Tag ging es dann ins Stadion und ich dachte, okay, hat er mal so kurz erwähnt. Und dann stand der Sami vor mir live im Stream. Hey Jenny! Und ich dachte so, huch, was sagst du denn jetzt? Wir haben doch nur gestern kurz darüber mal gesprochen, aber ja. Wenn Sami eine Sache macht, dann ist es erst wie Pokémon. So ein wilder Sami ist vor dir. Weißt du so? Ich nur einmal. Ich sag's dir, weil. Ich mache mich warm fürs Finale. Sami, Kamera so. Ey, hier ist Casimir de Bali, ein NFL-Spieler. So macht sich ein NFL-Spieler warm. Ich so. Ich schwöre, er ist immer ready. Ich schwöre, ich könnte auf Toilette sitzen. Sami so. Und hier. Oh Mann. Nee, und genau, und dann die Spiele, die ich dann bei Sami on the Road mit Sami mitmachen durfte, oder was heißt mitmachen, ihn kurz mal immer wieder begleiten durfte, das war auch ganz toll. Nee, und ansonsten, das war in dieser Saison einfach so viel Neues, dadurch war alles irgendwie neu und alles war ein spezieller Moment, aber ich glaube, das wird in der zweiten Saison jetzt alles ein bisschen, da wird es wirklich Momente geben. Oder Spiele, warte mal, und Spiele. Das letzte Spiel in Leipzig zwischen Kings und Panthers. Weil da, das war wirklich ein Shootout. Und das war wirklich das erste Mal, dass es da so wirklich einen Shootout gegeben hat, weil beide noch hätten in die Playoffs kommen können. Ja, am Ende der Saison, die Spiele waren echt nice. Ja. Und die Stimmung da in Leipzig, das war toll. Und das war auch wirklich ein ganz besonderes Wochenende. Okay, aber ich will dich jetzt zu viel fragen, weil natürlich in der Märchenstunde mit Jenny Takeover werden wir bestimmt über viele Sachen reden. aber ich kann dich mal fragen, wenn du als Bromantiker ein Lied singen müsstest, welches Lied würdest du singen? Hey, das wollt ihr nicht hören, weil ich bin also wenn ich eins nicht kann, dann ist es singen. Wirklich, glaub mir, aber hey, oh Gott. Oh, Kasim ist weg. Guck, da geht's ums Singen. Jenny soll singen und zack ist er weg. Das war nur richtig. Das ist Energiesparmodus. Der Energiesparmodus ist weg. oh Gott, welches Lied? Was ist denn für ein Brüder? Gibt's irgendeinen Brüder? Oh, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Das ist der Zweck von dem Singen. Aber ich würde jetzt sowieso nicht für euch singen, weil wie gesagt, da sind alle, da zerspringt die Kamera. Ich würde Holzmichel singen, zerstören. Holzmichel. Kirsti, erzähl mal, was hast du denn damals gesungen? Ey, fun fact. Ich war ja von der Nahrungskette, man fängt ja immer mit dem ersten First-Round-Pick an, Second, Third, Fourth-Round-Pick. Und ich war so an der Nahrungskette am Boden, ich wurde nie drangenommen. Was? Ich musste nie singen, niemals seinen Bonus sagen. Und im zweiten Jahr haben alle vergessen und habe ich gesagt, yeah, you remember last year, it's crazy, bro. Und ich musste offiziell, habe ich nie gesungen. Ehrlich nicht. Weil ich halt einfach nur so ein kleiner Free Agent war, den keiner wirklich ernst genommen hat. Und du, Marc? Ja, wie gesagt, Nationalhymne, ich hatte Ain't No Mountain High, hatte ich gesungen. Boah, der ist immer, der kommt immer gut an, da klatschen alle. Ja, und dann hätte noch einen, ey. Ich weiß aber gar nicht mehr. Ich weiß, bei Ain't No Mountain High habe ich auch Applaus bekommen. Und Nationalhymne auch, aber der letzte, wo ich geboot. Aber ich weiß jetzt will ich den neuen The Rock Song. It's about drive, it's about power. Boah, ey, ich weiß, du bist ein großer The Rock Fan. Wie findest du den Song? Also er ist nicht auf meiner Playlist, okay? Aber ich supporte alles, was du machst. Ich meine, rappen kann er nicht, Alter. Hey. Oh. Nichts Negatives hier über Dwayne. Okay? Ich sage jetzt gar nicht, wer ist denn das? Oh, goodness. The Rock? Wer ist denn das? Du kennst doch The Rock, oder? The Rock, Dwayne The Rock Johnson. Mein großer Cousin. Das ist doch ein Schauspieler, oder? Ja, genau, der singt, er macht alles. Der macht alles. Ach, echt? Wusste ich nicht, dass der singt. Ja, Mann. You're welcome, it's good. Wir müssen mal Sing-Off machen. So. Oh ja. Weißt du, was wir machen müssen? Hier, Carpool. Müssen wir irgendwie mal durch eure Hut fahren mit dem Auto und singen. Karaoke. Jemand sagt gerade Rammstein. Ich habe einmal Karaoke. Oh, ich liebe Rammstein. Habe ich Rammstein rasiert. Du hast zerstört. Geil. Ich habe Rammstein aber live gesehen.
bei den MTV European Music Awards in Frankfurt, wann waren das? 2002 oder 2003 oder sowas. Boah, geil, da haben die, warte, was war das? Feuer? Feuer. Ja, das war so die Zeit von Mutter auf jeden Fall, aber das haben sie nicht gespielt. Die hatten so zwei, drei Lieder, glaube ich, so ein kleines Medley gemacht, aber boah, die rocken. Ich muss mal sagen, Rammstein ist nicht so, wo ich denke, oh, ich habe voll Bock, Rammstein zu hören, aber es gibt so Phasen, wenn ich zum Beispiel Beine trainieren muss und ich habe 300 Kilo auf meinem Rücken, dann ist so das einzige Mal, wo man so Rammstein aus mir rauskitzelt, weil dann brauche ich einfach nur was. Das ist ja komplett nichts für mich. Also das ist ja aus meiner Comfortzone raus. Oh nee. Das ist der Sinn. Du musst das aus deiner Comfortzone raus. Genau. Also wie Kasim schon sagte, es ist nichts, was man irgendwie morgens beim Smoothie-Mixen hört. Nein. Ich zerstöre alles sonst morgens. Aber ich weiß noch damals, kennst du noch den Movie How High? Wo er weckt ihn am Morgen auf mit dem riesen Speaker. Ja. Und da spielt er auch Rammstein. Ey, ich sag dir ab und zu dein Workout, du machst doch mal 20 Kilo mehr. Ja, oder auf irgendwas, der Autobahn. Irgendwas, ey, ich wette, Marc, hörst du Country Music? Ja, liebe Country Music. Ich liebe Country Music. Ich merke schon, Country ist nicht. Ich kann mir vorstellen, du bist so Pickup Truck, du hast so Dip drin. Nein, nicht so Country. Ich hatte einen Truck, ich habe ihn jetzt zurückgegeben, aber ich hatte einen Truck für eine Weile. Aber einen coolen Truck, lifted natürlich, also nicht jetzt so einen kaputten alten, es war ein richtig nice, decked out, also sah gut aus. Aber jetzt habe ich was anderes, jetzt bin ich wieder aufs Deutsche umgestiegen. Weißt du? Jenny, was fährt man schöne Autos in Monaco? Oh, hier fährt man, hier gibt es viele schöne Autos, hier ist viel mit Pferdchen oder mit Pferdestärke, Die Modelle, die hier vorbeifahren, die sind nicht schlecht. Ich kenne die ganze Strecke von Formel 1 auf meinem Videospiel auswendig. Das heißt, wir können fahren. Wenn du hier bist, dann fahren wir die Strecke mehrmals im Kreis. Let's go. Macht ja im Motorsport immer am Vortag die Streckenbegehung. Und dann teilweise gibt es die Curbs auch. Also bei manchen Kurven, die ja wie zum Beispiel bei dieser Fairmont, jetzt ist es Fairmont Harpin, diese ganz steile Haarnadelkurve. Ja, die ist richtig tight. Und da sind die Curbs, die sind immer da. Also da, die können wir mitnehmen. Ey, stell dir vor, wir machen Go-Kart, aber Bromance Go-Kart. Es gibt doch dieses Super Mario Kart in manchen Städten. Aber hier habe ich es noch nicht gesehen. Das müssten wir hier mal machen. Mario Kart. Also in echt, dass du in so Karts sitzt und die durch die Stadt fährst, aber in Super Mario Kostüm. Das gibt's gar nicht. Ich habe Donkey Kong Kostüm. Du bist Peach auf jeden Fall. Ist das die Prinzessin? Ja, das ist die Prinzessin. Marc sieht aus wie ein. Wer Marc? Ich bin DK. Es ist schon immer. Ich bin schon Donkey Kong. Du kannst ja auch Donkey Kong. Ich bin schon mein Leben lang DK. Wer war denn der Drache? Bowser. Björn wäre Bowser. Yeah. Bowser, genau. Und ich glaube, oder Björn und könnte Sami, auch wer wäre denn Sami? Toadmacher sein. Wie bitte? Wer ist denn der Sami? Boah, Sami ist... ist der Luigi. Und Toad. Der kleine Pilz ist das, ne? Ja. Ja, Mann. So, Sami ist Luigi. Ja, er ist so Player 2. Weißt du? Wer ist denn der Commissioner? Wer ist denn unser Patrick? Wer ist der Älteste? Wer ist Mario? Patrick ist der Älteste. Patrick ist Mario, der OG. Ja, der ist der Boss. Das ist eine coole Frage, aber die möchte ich noch für zwei Wochen, weil viele fragen so gerade halt, du warst ja im Motorsport, hast auch viel Motorsport-Sachen gemacht. Aber die frage ich in zwei Wochen. Yeah. Da habe ich auch noch ein paar Fragen. Ja, okay. Ich finde auch Jennys Story ist echt cool. Und die verdient ihre eigene Episode. Ich mache ein Jenny-Intro. Weißt du, nur alles... Und dann können wir uns beide als Prinzessinnen anziehen und dann alle sehen dann hübsch aus. Das möchte ich sehen. Das möchte ich sehen. Kasim mit langer Lockenmähne. Glaub mal, ich hab 20 Perücken hier zu Hause. Und Krönchen. Ja, Mann. Nee, da freue ich mich drauf. Also in zwei Wochen machen wir das. Yeah. Perfekt. Ich schreibe mir jetzt einen Kalender, jetzt kannst du nicht Nein sagen. Warte, ich trage es mir auch direkt. Ich muss mal kurz gucken.
Da bin, das wäre, also genau, nächste Woche bin ich in Stuttgart. Das wäre der 7. Dezember. Ja. Boah, Dominik hat mich gerade zurückgeschrieben. Bin ich gerade weg? Vorhin meinten sie in den Kommentaren, er wurde anscheinend nicht gesigned. Ah. Also nach seiner SMS, ich will nicht zu viel hier verraten, aber... Ja, ich meine, das ist ja alles, du checkst Twitter, ich glaube, da kann man schon alles lesen. Ja, Mann. Aber hey. Aber ich freue mich schon, wenn wir alle zusammen sind und dann habe ich die Chance, mit allen zusammen ein Intro zu filmen. So, das wäre... Oh, ja. Weil es ist schon ein bisschen schwierig. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ich mein Intro filme, meine Frau ist Kameramann und die hat eh schon gar keinen Bock, die Kamera einfach anzumachen. Und dann zeige ich ihr, okay, halt das mal so, dann drück Play, weißt du, und dann muss ich in Charakter kommen und sie sagt so, okay, sind wir fertig? Ich so, nein, wir müssen die gleiche Szene aus 5 verschiedenen Winkeln filmen. Und sie hat schon gar keinen Bock. Wie viele heißt, Takes dauert das ungefähr, bis du hinkriegst? Also nach 3 sagt sie, entweder Kassim, wir gehen zum nächsten Take oder ich mache gar nichts mehr. Also ich habe gar keine Wahl. Das heißt, ich habe 3 Takes, um alles richtig zu machen. Aber was noch viel krasser ist, weil das Filmen ist ja die eine Nummer, aber dann das zusammenzuschneiden und aus diesen ganzen Szenen dann so einen kleinen Film zu machen, mit diesen Schnitten und allem, wie Kasim das macht, das ist immer das, was dann wahrscheinlich am meisten Zeit braucht, oder? Ja, schon. Aber es lohnt sich. So, ich sage euch, morgen wird echt top. Ich freue mich richtig. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Überdreht mega, Mann. Hast du schon gesehen? Was haben wir noch? Wie bitte? Hast du den Trailer schon gesehen? Ich? Ja. Ich habe, er schickt mir immer so ein bisschen Updates, immer so Bits and Pieces, weil während er so am Zusammenschneiden ist, schickt er mir immer ab und zu so ein paar Updates und er hat mir auch ein bisschen so die Hinterstory erzählt, die Background-Story. Die hat also er mir auch erzählt. Deswegen, ja, ich bin so gespannt. Ja. Wird richtig geil, glaube ich. Es wird top. Ja. Aber was ich hatte noch eine Frage, und zwar Marky Mark. Yes, schieß los. Ich sehe schon, du bist schon Weihnachten, bist du schon ready, ne? Habe ich auch schon sofort gesehen. Already. Machen wir Bromance Yule Club? Ja? Ist die Frage. Oder, du kennst Yule Club, oder? Sag mal. Oder heißt das nicht so Yule Club? Wo man sich jeder, wir haben so Überraschungen. Du meinst Secret Santa? Ah, ja, heißt das nicht Yule Club auf Deutsch? Ist das Wichteln auf Deutsch? Ja, genau. Nee, Wichteln, oder? Ja, also Wichteln. wo man gegenseitig sich Geschenke schickt. Ja, ne? Ich glaub, wir müssen uns wichteln. Ja, also so läuft es bei mir ab. Weihnachten, normalerweise ist ja hier in den USA so die Regel, Christmas fängt nach Thanksgiving an. Thanksgiving ist dieses Wochenende. Also das müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, über Thanksgiving. Thanksgiving ist am Donnerstag. Und nach Donnerstag, der Tag nach Thanksgiving ist Christmas. Da fängt es an. Aber wir haben dieses Jahr ein bisschen früher angefangen, weil es was ganz Besonderes für meine Familie ist. Es ist das erste Mal, dass ich nicht in der Saison bin, dass ich nicht irgendwo in einem Apartment lebe, dass ich in meinem eigenen Haus sein darf. Und wir sind durchgedreht dieses Jahr. Ich habe hier ein Christmas Tree in meinem Office. Ich habe hier draußen einen 4 Meter hohen Weihnachtsbaum. Ich habe oben im ersten Stock noch einen fetten Weihnachtsbaum. Also wir drehen dieses Jahr komplett durch und ich finde es mega geil. Schön. Habt ihr Secret Santa in der NFL gemacht? Weil wir haben es in der NFL gemacht, ja. Also wir haben in unserer Positionsgruppe, ja. Ich glaube, wir haben damals so Minimum, also relativ hoch, also Minimum $500 musst du ausgeben. Ja. Und dann ziehst du einen Namen und dann musst du ihm eben ein Geschenk geben. Wir hatten Secret Santa Wichteln bei den Saints. Und wir hatten, ich bin extra rausgegangen, ich habe Dolby Surround Anlage gekauft, weißt du, so richtig cool. Alle irgendwie damals Xbox 360, PS4, was gab es da noch? Einer hatte eine komplette Shotgun, weißt du, für 500. Oh, eine echte? Ja, eine echte Shotgun. Kennt die Amis, die lieben ihre Waffen. Was war da noch? Ein Whirlpool, halt richtig coole Sachen. Bei uns auch richtig krass. Also ich habe damals, was eigentlich nicht wirklich was für mich ist, weil mir scheißegal ist, aber ganz geile Sonnenbrille bekommen, $500 Gucci Sonnenbrille. Weißt du, Gucci Belt, weißt du, alle Designerzeug ohne Ende. Und ich weiß noch damals, ich habe immer gemacht, was ich als Kind gelernt habe.
das größte Geschenk ist nicht das Beste. Ab und zu nimm was Kleines und das wird, es wird toll sein. Das heißt, ich habe das kleinste Geschenk genommen, was da war. Ich denke so, oh, das wird bestimmt richtig nice. Aber es war nicht so klein. Aber und weißt du, was es war? Ja. Eine ganz kleine Goldkette, so, so für Mädchen, fürs Handgelenk. Also nicht, nicht so, so, weißt du, die Breiten, so die Rapper anhaben, sondern so meine Tochter hat die Sparversion. Ja, du musst dir überlegen, für 500, was, wenn nein, ich sagte, er wurde betrogen, weil das Ding hat nicht mehr als, das kennst du noch damals in Deutschland, du packst 20 Pfennig rein, du drehst und dann kommt so ein kleines Ding raus. Ein Kaugummiautomat? Ja, ja. Kaugummiautomat. Ja. Original, das war vom Kaugummiautomat. Ich hatte das schlimmste Geschenk aller Zeiten. Oh mein Gott. Ich habe das immer noch. Das ist hier. Ab und zu, wenn ich einen schlechten Tag habe und denke, alles ist schlecht, dann hole ich diese kleine Handgelenkkette und denke, schlechter kann mein Tag nicht werden und dann bin ich wieder happy. Oh Mann. Also war es eigentlich am Ende doch ein ziemlich gutes Geschenk. Ja, Motivation. Ja, ich schreibe ihn immer noch an. Tyler Davidson. Tyler Davidson ist mein Boy. Ja, Mann, er hat mir das gegeben, Digga. Ach, krass. Ich schwöre, und er so, hey, Bali, I thought it was great. The guy at the jewelry store said, it's really nice. I'm like, wer verschenkt einem anderen Mann ein kleines, süßes Handgelenk? So, hätte er auch für mein Fußgelenk machen können. Vielleicht hat er das eigentlich für seine Freundin gekauft, aber das war dann auseinander oder sowas. Ey, bestimmt. Irgendwie so eine Geschichte war dahinter. Und er hat mich, ich habe mir so Mühe gegeben, das Beste, diese Dolby Surround. Ich dachte, ich hätte einfach mir selber dieses Dolby Surround-Ding kaufen sollen. Ja, ist echt so. Aber okay, jetzt apropos Feiertage. Erzähl mal von Thanksgiving, was ist bei euch der Plan? Oder bei Jenny? Hier feiern wir das ja in Europa generell nicht so wirklich. Nicht wirklich, ne? Also immer noch nicht, ja. Oftmals kommt es ja ein paar Jahre später immer, dass sich das auch ja, so... Ja, also ich glaube so in der Schule, im Kindergarten, das ist... Ja, das ist nicht so wie hier in den USA. Also hier ist es ja das, also Thanksgiving ist ja, also irre. Du isst ja sozusagen, du isst den ganzen Tag diese traditionellen Speisen von Truthahn über was ist da noch alles dabei? Großer Schinken. Wenn ich halal ist nicht für mich. Wie heißt das denn alles, ey? Also alles Mögliche. Und dann kommen ja 3 Footballspiele. Also du schaust den ganzen Tag Football an und isst den ganzen Tag. Also ich, Thanksgiving ist mein Lieblings. Ey, so geil, Mann. Thanksgiving, schön, du wachst morgens auf, Football schon richtig früh. Football läuft schon, Alter, 9 Uhr, erstes Spiel. Dann du isst, es ist Buffet, Turkey, Mashed Potatoes. Ja, was, Casserole, wie heißt das? Wir müssen jetzt ein bisschen aufzählen, wie heißen die denn alle? Ey, alles, dann isst du komplett, einfach Mac and Cheese immer am Start, ja. Wie relaxst du danach? Du bist auf der Couch. Du fällst bestes Nickerchen des Jahres. Du wachst auf, Football wieder da. Football. Ey, Nachtisch. Weiter. Dann auf einmal, du ziehst dir einfach bestimmt 30.000 Kalorien an den Tag rein. Nach Nachtisch, Nickerchen. Ja. Noch ein Footballspiel. Alter, das ist geil. Beste. Das Nachtisch beste. Pumpkin Pie, Pecan Pie, freaking Key Lime Pie. Alle möglichen Pies, die alle Pies. Kannst. American Pie auch. American Pie. Cream Pie, was noch? ja. Ich glaube, ich steige morgen ins Flugzeug. Ja, echt. So. Bei uns kommt vorbei. Wir haben so viel Essen. Wir haben so viel. Wir feiern bei uns hier im Haus. Ein paar Familien. Ja, ich hatte schon ganz oft an Thanksgiving Geburtstag. Wenn es halt dann. Also, Theorie ist ja immer in der Woche. Ja. Genau. Yeah. Das Beste danach. Und der Freitag nach Thanksgiving ist Black Friday. Da kostet alles 50% weniger. Black Friday dreht, und du kennst die Amis. Die drehen komplett durch. Am Ende drehen sie alle durch. Ey, ich dachte, das Footballspiel. Noch mehr als beim Football. Ich gehe zu Best Buy, Mediamarkt, wie auch immer, wie man es nennt. Ich gehe so rein. Ich schwöre, auf einmal jemand läuft in meine Schulter. Bau! Hey, das ist ein Fuck, was da los ist. Ja. Es ist richtig Randale, was die Leute machen da. Ich gucke so ab und zu, wenn du jemand dich in einen großen Menschen reinläuft, du guckst nur böse an, die sagen Entschuldigung. Ich nur so. Die sagen so, watch out! Ja, so verpiss dich mal. Digga, aber ich muss dieses Jahr wieder raus, Mann. Ich brauche ein paar Sachen. Ich habe schon auf Black Friday gewartet. Wo ist Jenny? Aber warte, sorry, Sami hatte gerade was geschrieben. Okay. Ich wusste nicht, dass ich dann raus
komme. Ich komme gerade wieder rein. Hört ihr mich noch, ja, ne? Ja. Ja, ein bisschen. Ja, kurze Story. Ich habe diesen Fernseher zu Black Friday gekauft, ne? So, 75 Zoll. Ich dachte so, oh, let's go, Game Room, Traum. Ich hatte Garantie gehabt, ein Jahr und ein Tag. Auf einmal sind zwei schwarze Striche, die sieht man nicht, weil sie klein sind, aber die gehen durch das ganze Screen. Und dann gehe ich zurück und ich habe gefragt, ich habe schwarze Striche auf meinem Fernseher, kann ich ihn umtauschen? Er sagt, gestern ist ihre wie heißt Garantie. Das? Garantie abgelaufen. Tut mir leid. Jetzt habe ich einen kaputten Fernseher. Ist egal. Dann weißt du ja, wo du am Freitag hinrennst. Boah, ja, geht's wieder los, Alter. Nein, Mann. Ehrlich, nein, mach den Kyle Kitchens. Ich bin so ein Mensch, weißt du, so sowas stört mich dann nicht mehr, weißt du, weil das ist zu teuer. So egal, so alle, ey, das ist ein großer schwarzer Strich auf deinem Fernsehen. Ja, guck drumrum, ist nice. Soll so sein. Ja, Mann. Ist Designer-Objekt. Gibt's ja nicht. Aber jeder kann sich 80er. Fünf Weihnachtsbäume leisten. Was meinst du? Ja, was? Was meinst du? Nichts. Aber 75 Zoll ist schon ordentlich. Ja, das ist für den Game Room. Da wollte ich, ja. wollte ich schön haben. Ja. Ja, Mann. Was guck, du liest gerade die Kommentare richtig hart, Marc. Nee. Warum sagst du das? Ich schau doch noch, was abgeht. Ich mach dir Black Friday-Angebot, Marc. Vormaschine-Programm. Kommst du vorbei, wir trainieren zum halben Preis. Zum halben Preis? Ja, Mann. Was ist der halbe Preis? Ein Proteinshake, jetzt kriegst du halben Proteinshake. Ja, Mann, ey, das ist ein Deal, den ich ja fast nicht ausschlagen kann. Aber sowas von. Ja. Was Erdnussbutter und Marmelade muss doch zusammengeführt werden. Absolut. Ja, nee, Kassim, komm mal vorbei jetzt. Wir planen schon. Kassim kommt hier rüber. Ja, wenn die Zuschauer wirklich alle sagen, ey, bitte macht Content zusammen, ich fahre zum Markt nach Texas, dann mieten wir uns ein Auto oder einen Wohnwagen und dann fahren wir mal zu ein paar NFL-Spielen und machen einfach Content von da. Das wir machen cool. Dieses Jahr noch, bevor die Saison zu Ende ist, machen wir eine Märchenstunde live zusammen. Ganz ehrlich, guck mal, Los Angeles ist 6 Stunden Autofahrt von hier. Ich mache mir Wohnwagen klar in Arizona. Du kommst nach Arizona, wir machen hier ein bisschen Rambazamba. Die ganze Bromance-Crew eigentlich könnte nach Arizona kommen, wenn eh alle Super Bowl am Start sind. Und dann holen wir uns Wohnwagen, fahren mit Wohnwagen nach Los Angeles, 5-6 Stunden und dann immer Kamera am Start. Das ist Entertainment. Das ist nice, Mann. Ich muss Mitte Februar nach Mexiko für ein Wochenende, nach Mexico City. Und ich wollte vorher eigentlich für 1 oder 2 Wochen nach Amerika kommen. Komm. Dominik ist 3 Stunden Nord, weißt du, er ist Vegas, 3 Stunden. Alle am Start. Oh, Vegas. Und dann wie Captain Planet machen wir so mit Bromantica Ring. Und auf einmal alle kommen zusammen. Und Captain Broman. Und dann drehen sie alle durch. Ah, Captain Planet war die Klassiker, ich liebe. Das war geil, da habe ich auch geguckt. Man merkt, wenn ich geboren wurde. Oh, Vegas ist der Pro Bowl. Dann könnten wir noch beim Pro Bowl vorbei. Kann ich noch, weißt du, meine Freunde hallo sagen. Das wäre die Woche vor dem Super Bowl. Wann ist der Super Bowl genau? Der ist am 13. Februar. Da bin ich ja dann in Mexiko, Mexico City, weil da ist Formel E-Rennen. Aber die Woche vor dem Super Bowl wird alles ich habe schon gesagt, wir müssen einfach Kamera durch Los Angeles fahren, so, da war einmal so Ice Cube, Kevin Hart haben einfach so Kamera genommen und sind einfach durch Los Angeles gefahren, können wir Essen abholen, dann können wir mal, weißt du, ins Hood in Los Angeles, dann zeige ich mal Kollegen von mir, die da wohnen, und dann können wir nach Hollywood, das ist ein Traum. Eine ganz tolle Freundin von mir hat da so ein, das heißt Cryo Healthcare, da friest man so. Ich weiß gar nicht, ja, das sind -200 irgendwas. Ja, und da müssen wir. Ja, das ist mega. Da gehen auch die Kardashians hin. Da müssen wir uns dann vorstellen und da müssen wir nur filmen, weil da sind zum Beispiel hier, der Schauspieler von Joker, der den Oscar gewonnen hat. Namen vergessen. Heath Ledger. Nein, nicht der Tote. Digga, der ist aktuelle. Tot seit 10 Jahren, was laufst du? Ich hab nur Joker gehört.
Joker, ja, jetzt der aktuelle Joker. Der aktuelle Joker. Aktuell, also vor zwei Jahren. Das ist nicht Jared Leto, das ist der neue. Noch ein Joker. Joaquin Phoenix. Ja, genau, der und das war, und ich war nämlich zuletzt dort, als die Oscars da waren, das war auch im Februar, bevor dann die Pandemie losging, also Februar 20, und da waren Oscars und alles, und am Montag nach den Oscars, also am Sonntag waren die Oscars und am Montag kam er dann wieder zum Freezing rein und wir alle saßen da so, wow, herzlichen Glückwunsch zum Oscar. Ey, ja. warst du schon mal in der Cryo Chamber, Jenny? Ja, klar, mehrmals, immer wenn ich da bin, ja. Wir hatten bei den Niners eine. Ich bin jeden Morgen rein, um mich aufzuwecken. Ich habe einen Fehler mal gemacht. Was? Ich habe mich nicht ganz abgetrocknet. Und ich hatte ein bisschen, meine Brust war noch ein bisschen nass. Und mein Nippel ist einfach gecrackt, weil es so kalt war. Ich habe nur so krach. Aber wieso warst du denn vorher nass? Ha? Geduscht davor, was? Weil wir mussten uns davor abduschen. Weil Hygiene. Das ist da nicht so, nee. Nee, da zieht man sich Holy aus shit, und hat dann ja die Socken und so, alles an. Ich bin immer so Cryo-Chamber jetzt. Nee, ich mache da immer Vollpower, Musik dann laut und was ist das, 1:30 oder sowas, länger darf man da, oder als Nicht-Leistungssportler darf man nicht länger als 90 Sekunden. Echt? Ich glaube, bei uns war immer 3 Minuten. Ja, ich war 3 Minuten drin, ne? Schlimmste 3 Minuten. Nee, ich meine 3 Minuten 90, auf minus, 90 Sekunden, ja. Auf minus, was war das denn, 120 oder irgendwas? Irgendwas Krankes. Nee, das ist kälter. Nee, das ist bei denen kälter. Ah, ich weiß es nicht. Ich muss sie mal gerade, ich ziehe mir gerade irgendwas aus dem Arsch. Nee, das ist richtig kalt. Ja, aber ich wünsche keinem meiner Feinde den Schmerz, den ich an dem Tag gefühlt habe. Oh, das glaube ich. Weil dann hatte ich mein Schulterpad den ganzen Tag an und er hat immer so gerieben beim Laufen. Das war nicht schön. Hast du kein Shirt unter? Doch, aber trotzdem. Ja, aber gut, wenn der Nippel kaputt ist. Oh, yeah. Ich sag's dir, einfach. Mach mal Ding drauf, Vaseline auf den Nippel. Ja, Mann. Okay. Ich hab meinen Nippel getaped danach, ich schwör alles. Ja, das sind diese Schmerzen, die, weißt du, die redet man nicht, aber das Märchenstunde, ich fühle mich jetzt. Wohl. Ich fühle mich wohl genug, dass ich das euch erzählen kann. Sehr gut. Sehr gut. Marc denkt, das ist okay. Sagen wir, okay. Kopfkino aus. Ja, Mann. Endlich die Nippelthemen. Oh, Mann. Aber warst du immer Kohltab nach dem Training? Ich? Marc, hast du irgendwas gemacht? Immer. Okay. Kohltab musste bei mir. Massage? Also, Massage, Kohltab? Massage zweimal die Woche. Kohltab jeden Tag. Hast du das alleine organisiert oder wurde das vom Team organisiert? Nee, das Krasseste war, die 49ers, Mann, die haben das alles angeboten. Okay. Wir hatten 2 Recovery Days, jeden Monat, das war Dienstag. Dienstag war unser Off-Day. An dem Tag hatten sie Free Massages, also richtig geile Massages. Da kam eine Truppe rein, das waren bestimmt 8 bis 12 Mädels. Die waren richtig gut, also richtig gut. Und dann haben alle Jungs zusammen bei uns da halt den ganzen Tag Massagen bekommen. Die haben echt, die kamen da morgens um 9 Uhr rein und sind erst abends um 5 nach Hause, haben das ganze Team massiert. Das ist, also ist krank, ey. Aber das die waren so krass. Mein Coach Sean Payton, er meinte, ey, Recovery ist so wichtig. Und Fast Fridays, wir sind um 12.30 Uhr fertig und Fast Fridays, weil alles ist fast, bap, 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 bap. Ja, bei uns genauso. Mussten wir 3 Stations machen und wir hatten 10 zur Auswahl. Wir konnten Massage machen. Ihr musstet? Ha? Ihr musstet es machen? Wir mussten. Ach krass. Du musstest mindestens zwei machen. Cold Tub, Cryo, Massage, Yoga, Workout. Du weißt, Bizeps immer. Und dann danach nochmal schön lecker, richtig healthy, Essen war am Start. Fast Fridays war immer top. War geil, man, bei uns auch. Also bei uns war immer, wie gesagt, Dienstag war richtig so Deep Tissue Massage. Alle, weißt schon, die Soreness vom Game rausmassiert. Massiert, ja. Und Freitag war immer so richtig relaxed Massage. Richtig alle geil. Sind Sauna, die sind alle Sauna verrückt, die Amis. Bist du ja, auch Sauna, in alle, ja, in der Sauna ist immer Gruppentreffen, alle zusammen am Chillen in der Sauna. Bromance-Sauna-Session, wann? Wann? Ja, wir machen eine komplette Bromance mit Kamera-Sauna. Ah, shit, ich bin am Start. Ich liebe Wer zuerst rausgeht. Ach, Competition direkt. Ich stehe dann vor der Tür und mache die Interviews. Ja.
Ey, ich sag dir. Ich ja, aber so war schon super wichtig, Mann. Alter, also. Aber es ist schon. So Zeug war. Macht schon einen großen Unterschied. Ja, Riesenunterschied. Also ich weiß nicht bei dir, also sowas hat bei mir richtig. Cold Tub war mein A und O. Das hat bei mir richtig gut funktioniert. Um so also müde Beine und so alles wieder zu erfrischen. Weißt du, was auch sehr komisch aussieht? Weil in der NFL, alle sind in der Sauna mit Jogginghose und Pullover und Kapuze auf. So sitzen ja. Alle in der Sauna. Mhm. Und dann einfach mit Jogginghose, Hoodie und Kapuze auf, gehen sie ins Cold Tub. Und auf einmal sehe ich nur wieder komplett angezogen, einfach im für Freitagabend-Outfit sitzt einfach im Eiswasser. Was geht ab, Kasim? Ich so, ja, was ist los bei dir? Zieh doch aus. Ist gemütlicher so. Ja. Ich dachte, das sah aus wie am Set von Titanic. Wie lange bleibt man dann da so drin sitzen? Im Eistab? Ja. Mindestens 15. Also 15? Ich habe immer 10 gemacht. Ja, aber weißt du, manche sind soft, manche können auch aushalten. Ja, boah, bei genau. Wasser bin ich ja so eine Mimose, also kaltes Wasser, da bin ich ja. Ja, so. Manchmal musst du ein bisschen halt direkt überwinden. Rein. Genau, du musst einfach, also du musst nachdenken, einfach rein. Aber dann da sitzen, 10 Minuten, boah, 15. Und das Schlimmste, Wenn du dich dann wieder ein bisschen bewegst, ist wieder alles wieder kalt. Und wenn du rauskommst, ist einfach alles gelähmt. Genau, genau. Das ist immer, du musst so die erste Minute, wenn du die geschafft hast, danach ist alles komplett, du fühlst nichts mehr, weißt du, alles ist so erfroren. Und dann danach, also die erste Minute ist die schlimmste, danach ist so. Welche Temperatur hat das Wasser dann da? Eis. Ja, gut, Eis, also 2, 3 Grad. Das ist eine gute Frage. Ja, aber, ist schon. Also es ist nicht gefroren, es ist jetzt so, ich würde sagen, was, muss ja ein paar Grad haben. Deswegen, es muss so 2, 3 Grad muss es mindestens sein. Weil ich war im Ich wollte gerade sagen, ich glaube 30 Grad, aber halt so 30 Grad Fahrenheit. Also, oder ich glaube auch so 30, also 34. Was du laberst, 32 ist der Freeze-Punkt in den USA erfahren. Ja, bei uns ist ja dann so 35, ja. Nee, ich würde sagen so um die 40. Temperatur Eis, ist kalt. Muss mal Conversion machen. Kalt. Nee, weil ich war, ich bin ja im Tierschutz aktiv und unter anderem sind Orcas, oder nee, Delfine, Wale und Haie sind mir sehr wichtig. Und ich war unter anderem mit Orcas im Nordatlantik vor Norwegen im Eismeer tauchen. Ja? Das war kalt, sage ich euch. Deswegen frage ich, da waren 2 Grad. Da hat man zwar dann spezielle Anzüge und sowas an, aber Ach, trotzdem. Schau mal, sowas müssen wir auch noch mal drüber reden dann nächste Woche oder in 2 Wochen. Ja. Ich das war auch krass. Im Pazifik mit dem weißen Hai schon tauchen. Ja? Da war im Käfig oder was? Ja, leider da. Also ich war schon mit vielen Haien ohne Käfig. Ich war auch am Great Barrier Reef mit Leuten von National Geographic und sowas. What? Und dann, als ich die Expedition mit dem weißen Hai gemacht habe im Pazifik, da waren wir 7 Tage auf hoher See vor Anker und da mussten wir leider in den Käfig. Oder ja, da darf man nicht raus. Aber, krass! Ja. Ich liebe Haie und vor allem den weißen Hai. Ging da, also waren sie aggressiv oder? Ach, natürlich nicht. Nee. Ist ja kein Hollywood-Blödsinn. Du musst überlegen. Ja, aber Hollywood bockt, was los? Ich versuche Hollywood zu sein. Ja, aber nicht, indem man irgendwelche falschen Geschichten über das eigentlich perfekteste Lebewesen aller Zeiten erfindet, weil der Hai seit über 400 Millionen Jahren lebt er auf der Erde, hat alles überlebt. Gut, jetzt steht er kurz vorm Aussterben, weil der Menschen ausrottet, aber anderes Thema. Es gibt keinen Grund, warum Haie fressen ja keine Menschen. Und wenn es zu einem Zwischenfall kommt, dann beißt der Hai halt aus Versehen rein, weil es ein Unfall war und spuckt den Mensch aber sofort wieder aus. Das bedeutet in dem Moment aber für den Menschen leider Arm ab, Bein ab oder in der Hälfte durchgebissen. Guck mal, ich merke schon, Jenny hat das größte Herz der Geschichte. Weltgeschichte. Ja, ich will einfach nur zuhören. So. Jetzt fühle ich mich voll schlecht, wenn ich so sage, oh, Hai, voll gefährlich. Ich sag so, nee, da ist... Dein Bein weg, ich hatte einen Moment mit... Ja? Nein, rede weiter. Ich höre zu. Achso, nee, ich wollte nur sagen, ich hatte einen Moment mit einem weißen Hai. Er kam dann direkt auf mich zu. Und wir waren wirklich gerade, also er hatte mich inspiziert, so wie ich ihn angeschaut hatte. Und wir waren so völlig ineinander versunken. Und in dem Moment kam irgendwie, landete irgendeine Möwe oder irgendwas auf dem Wasser. Und wir waren relativ nah unter der Wasseroberfläche. Und der Hai hat sich so erschrocken. Ihm sind wirklich, also die Augen sind wirklich so komisch groß aufgerissen gewesen. Und zack, war er weg, weil die sind...
Ja, und da ist sie weg. Da weißt du, perfekt. Jenny komplett einfach weggenommen. Also. Was, Alter? Ey, das könnte ja die perfekte ja, gewesen sein. Boah, zack, war der Hai weg und dann bin ich auch weg. Warte, warte. Alter, aber ey, Leute, jetzt ist es so oder so. Papa muss nach Hause, Papa muss auf seine Kinder aufpassen gehen. Warte, Jenny versucht gerade wieder zurückzukommen. Hast danach können wir noch, kann Jenny nochmal Tschüss sagen. Das war perfektes Timing. Perfekt, Mann. Oh, Mann, heute war wieder eine coole Märchenstunde. Ja, sehr gut. Aber ich würde ehrlich nicht mit Haien irgendwas machen. Nee, ganz ehrlich, es ist ja, ich respektiere die, es sind schöne Tiere, aber das ist alles was ich mir selber nicht antun müsste. Boah, weißt du, welche Story ich noch... Ey, wenn Jenny gleich wieder rein, muss ich eine Story so muss ich gleich mit Jenny erzählen, weil sie hat das auch gesehen. Aber halt so aus dem Flugzeug springen, Bungee-Jumping, Haie, Tiger streicheln, da, weißt du, da bin ich so, überlasse ich euch. Ich auch, absolut, Mann. Ey, so, ich brauche auch kein Fallschirmspringen, wäre wahrscheinlich schon, es wäre ein krasser Kick, würde ich sagen, aber es ist nicht, mach was Kolossus, Kolossus reicht. Ich war Kolossus, ich schwöre mein Herz. Puff, puff, puff. Was war das? Oh, du kennst Kolossus gar nicht, ne? Was? Heidepark Soltau. Okay. Kolossus, größte Holzachterbahn der Welt. Ja, nee, Achterbahn ist ja auch nichts für mich, Mann. Aber du sagst, du willst aufs Flugzeug springen? Ich habe gesagt, es wäre wahrscheinlich ein cooler Kick und so. Es würde wahrscheinlich schon Bock machen. Aber ich würde es einfach nicht machen, weil es ist mir zu krass, es ist mir zu riskant. Verstehst du? Du weißt nie, was passieren kann. Ich habe zu viele Leute, die auf mich zählen. Weißt du, was ich hier bin? Der einzige Kick, der mir früher den Kick gegeben hat, das kennst du auch beim Fussi, wenn du verloren hast und dann musst du... Arschbolzen? Ja, und dann kriegst du richtig den Kick, der auf deinem Popo, das hat voll weh. Alter, bei uns auch. Boah, ich hatte immer richtig Schiss, Mann. Ich so, boah, bitte, Alter. War Leute richtig penetrant, Ball direkt vor dir, Mann. Ah, shit, ey. Ey, warte, Jenny, ich sehe gerade, Jenny versucht reinzukommen, aber ihre Devices sind nicht connected. Ich komme nicht mal rein, sagt sie. Ah, oh, was? Ja, ist ja auch gut, okay. Es war doch schön für heute. Okay. Warte. Ich weiß nicht, warum. Ja, Leute, gebt uns mal ein bisschen Feedback. Ich denke, war gut, ein bisschen mehr. Ist ja auch schön, einfach mal über was anderes zu reden, würde ich sagen. Ein paar Gäste drin zu haben. Wenn es euch Bock gemacht hat, bitte lasst ein bisschen Liebe da. Ein bisschen Feedback ist immer cool, dass wir wissen, auf was ihr Bock habt. Wir reden über alles. Es gibt keine Tabus. Alles ist fair game. Und da ist sie wieder. Marc will gehen. Ja, Marc hat schreiende Kinder. Ja, Marc hat keinen Bock mehr auf uns. Ich höre auf Märchen 2 Stunden. Ja, wird jetzt. Lass mal. Wieder. Was war denn da plötzlich los? Ist okay, der Hai. Der Hai hat dich bekommen. Die Kamera hat Angst gekriegt. Ich wollte noch ganz kurz sagen: die allerletzte schnelle Story. Weißt du noch, als wir oben an der Reeperbahn auf dem Haus waren und der Fallschirmspringer ist gekommen? Und ich sag dir, ich habe noch nie im Leben mit einem Menschen Augenkontakt gemacht und wir beide wussten ganz genau, was als nächstes passiert. Weil er sollte auf dem Dach landen, er guckt mich an, er sagt nur so wie Scooby-Doo so. Weißt du? Und auf einmal, er fliegt vorbei. Oh Gott, das ist ein Moment aus der ILF, den ich definitiv niemals vergessen werde, diese Pressekonferenz. Wir beide oben auf dem Dach, da kam der Patrick noch dazu und ja. Das war verrückt. Ja, das ist so, weißt du, du kennst auch das Meme, wo sie es immer sagen, so, it was in this moment he realized. Ja, ist echt so, ist echt so. So, Jenny, mach mal das Outro. Tschö, bitte. Nein, ich muss noch ein paar Sachen noch sagen. Was wollt ihr denn noch wissen? Also, nein, einfach ein Freestyle. Sag tschüss. Ich muss nämlich gleich meinen Trailer weitermachen und fertig machen. Ja. Okay, also Kasim, du machst deinen Trailer fertig für morgen. Marc, du hilfst deiner Frau für Thanksgiving schon mal, bereitest alles vor. Genau, und Essen muss fertig gemacht werden. Ich muss noch mal kurz mit dem Hund raus und dann werde ich mir einen Tee machen, meinen Geburtstagsabend noch mal kurz entspannt genießen und schlafen gehen. Und super, dann bereiten wir uns morgen alle auf Primetime Football vor und sehen uns morgen um 7:45. Perfekt, das ist das Ende. Nochmal, Arthur. Happy Birthday. Happy Dankeschön. Birthday. Und war sehr schön mit euch. Wir sehen uns morgen.
Tschüss. Tschüss.